Bei erneuten Explosionen zahlreicher elektronischer Geräte sind am Mittwoch im Libanon nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium sind zudem 450 Menschen verletzt worden. Bei den explodierten Geräten soll es sich um Funkgeräte gehandelt haben. Bereits am Dienstag waren im Libanon hunderte kleine sogenannte Pager gleichzeitig explodiert. Dabei kamen mindestens 12 Menschen ums Leben. Knapp 2800 wurden verletzt. Was wissen wir über die explodierten elektronischen Geräte? Die als Pager bekannten kleinen Funkempfänger trugen das Logo der Firma Apollo. Das in Taiwan ansässige Unternehmen hat eine Verbindung zu dem Vorfall aber von sich gewiesen. Auf Nachfrage erklärte Apollo, eine in Ungarn ansässige Firma habe die Geräte entworfen und gefertigt. Diese bestreitet das. Sicherheitskreisen zufolge stammen viele der Pager aus einer Lieferung, die erst kürzlich im Libanon eintraf. Die US-Zeitung New York Times berichtete unter Berufung auf RegierungsvertreterInnen, israelische AgentInnen hätten die Geräte vorher abgefangen und mit kleinen Mengen Sprengstoff samt einem Code versehen. Am zweiten Tag soll es sich um klassische Funkgeräte gehandelt haben, hieß es aus Hisbollah-Kreisen. Zunächst war darüber wenig bekannt. Wer steckt hinter den Explosionen? Die Hisbollah und ihr wichtigster Verbündeter Iran, wie auch die libanesische Regierung, machen Israel für den Angriff verantwortlich. Offiziell hat Israel sich bisher nicht geäußert. Ein technisch so anspruchsvoller Angriff trägt aber die Handschrift von Israels Geheimdiensten, die mehrfach ähnlich komplexe Attacken durchführten, um hochrangige Feinde zu töten. Wenn es Israel gewesen sein sollte, was bezwecken sie? Israels Armee und die Hisbollah liefern sich seit Beginn des Gaza-Krieges immer wieder schweren Beschuss. Mit dieser Attacke, die Expertinnen als beispiellos beschreiben, kann Israel erneut seine technische Überlegenheit gegenüber der Hisbollah demonstrieren. Sollte die Miliz etwa mit großem Raketenbeschuss auf Israel antworten, würde sie nur beweisen, dass sie selbst zu keiner solch anspruchsvollen Attacke fähig ist. Nach Einschätzung der Experten und Expertinnen hat Israel hier offenbar auch versucht, möglichst viele Hisbollah-Mitglieder punktuell zu treffen, ohne dass Zivilpersonen zu Schaden kommen. Israel wirft der Organisation, ähnlich wie der Hamas im Gazastreifen, immer wieder vor, sich hinter Zivilistinnen zu verstecken. Allerdings sind unter den Opfern der Explosionen nach libanesischen Angaben durchaus auch Zivilistinnen und Zivilisten. Wie reagiert die Hisbollah jetzt? Die Hisbollah hat Vergeltung für die sündige Aggression Israels geschworen. Generalsekretär Hassan Nasrallah kündigte für Donnerstagnachmittag eine Rede an. Die Hisbollah befindet sich in einer vertrauten und zeitgleich herausfordernden Situation, schreibt die libanesische Nachrichtenseite L'Orient Today. Sie sei unter Druck, auf diesen großen Angriff zu reagieren. Eine gewaltsame militärische Vergeltung könnte Israel demnach aber den Vorwand liefern, einen umfassenden Krieg zu beginnen, den zumindest die Hisbollah eigentlich vermeiden will. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist allerdings einer anderen Auffassung. Er hält es für möglich, dass Israel jetzt selbst einen größeren Angriff startet und die Explosionen sozusagen dazu nur der Auftakt waren. Die Logik hinter der Explosion all dieser Geräte besteht natürlich darin, dies als Präventivschlag vor einer größeren Militäroperation zu tun, sagte Guterres am Mittwoch in New York.